Ja, The Rocks. Ich habe im Grunde von Hulk Hogan bis The Rock Wrestling geguckt. Das ist eine ziemlich gute Einordnung. Von der Hulk Hogan Era und Ultimate Warrior und Jake the Snake und wie sie alle hießen, bis eben Mick Foley und Triple H und Stone Cold Steve Austin und dann The Rock. Und da habe ich dann so aufgehört. Aber das stimmt natürlich. Ich denke, heute ist wahrscheinlich Dwayne Johnson, The Rock, schon bekannter wie Hulk Hogan vielleicht sogar. Das stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Hulk Hoden. Ich glaube, es gibt einen Rapper, der heißt wirklich Hulk Hoden, oder? Bestimmt, bestimmt. Immer noch nicht. Ich schaue jetzt stündlich. Ich muss den erwischen und ich weiß leider nicht, wann der da unten steht. Wir schlafen jetzt einfach immer wieder eine Stunde und schauen noch mal nach. Hulk Hogan mit Thunder in Paradise. Ja, natürlich. Eben, deswegen dachte ich ja, vor The Rock war, glaube ich, Hulk Hogan wahrscheinlich der erste Wrestler und der einzige, der auch Filmkarriere gemacht hat, wirklich. Es gab viele Wrestler, die immer wieder mal so Auftritte hatten in Universal Soldier und solchen Filmen, meistens ohne Text. Aber Hulk Hogan und Dwayne Johnson haben wirklich so ein bisschen Filmkarriere gemacht. Der hat doch auch irgendwie so einen bescheuerten Film gemacht, Hulk Hogan, wo so ein Kopfgeldjäger aus dem Weltall ist, der auf der Erde abstürzt und dann irgendwie den Vater von irgendeiner Familie einfriert oder sowas. Ich kann mich nur noch so ganz grob erinnern. Aber der war bekloppt. Der Ritter aus dem All. Das wäre so ein Film, da warte ich drauf, dass der noch in Deadly Premonition 2 besprochen wird. Der würde passen. Hey, ich glaube schon langsam, der kommt nicht mehr. Aber ist eh okay, wir müssen eh bis Sonntag warten. Also insofern haben wir eh keinen Stress. Aber ich warte jetzt mal noch bis spät in die Nacht, stündlich. Ja, jetzt wo ich so drüber rede, würde ich den echt gern mal wieder sehen, der Ritter aus dem All. Muss ich mir merken, den Namen. Das stimmt, The Rock ist jetzt wirklich in jedem zweiten Film. Was habe ich da jetzt gesehen? Jumanji, den ersten Jumanji-Reboot. Ist es ja nicht wirklich, es ist ein Nachfolger eigentlich von dem Original Jumanji. Und ich dachte, der ist ganz furchtbar schrecklich. Aber muss gestehen, dass ich den echt ganz amüsant fand. Ich fand den gar nicht scheiße. Ich fand den ganz nett. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Der Trailer zu dem Film hat mir suggeriert, dass das eine total billige, blöde Komödie ist, die überhaupt nicht lustig ist. Also für mich normalerweise. Aber ich fand ihn ganz nett. Ich war angenehm überrascht, schreibt auch Retro Gamer. Ja, genau, ich auch. Hätte ich nicht erwartet, dass ich doch irgendwie so viel Spaß habe mit dem Film. Hotelboy, warum steht denn der nicht da unten? Jetzt habe ich voll Hunger. Jetzt müssen wir mal essen gehen. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Der zweite ist auch noch brauchbar. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich gucke mir gerne. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Cinema Sins. Und der macht quasi immer so kurze Filmanalysen und zählt quasi so die Filmsünden so ein bisschen. Die finde ich ganz nett, die Videos. Und so gucke ich im Grunde mittlerweile viele Filme, wenn ich eigentlich keine Zeit habe, Filme zu gucken. Oder wenn sie mich nicht wirklich interessieren, dann gucke ich mir die Cinema Sins Video zu dem Film an, weil da kriegt man dann alles mit. Es ist irgendwie auch noch unterhaltsam kommentiert. Ist eigentlich super. Thanks, Mister. Next time you get a hankering for old-time Creole food, just stop on by. Okay. Game Sins, auch lustig. Das kenne ich nicht. Mist, ich dachte schon, vielleicht könnte man sowas wie Cinema Sins auch für Videospiele machen. Aber anscheinend gibt's das schon. Dann mache ich's doch nicht.
Hab schon mit dem Gedanken gespielt, ob das eine gute Idee wäre. Aber ich habe mir gedacht, Spiele sind halt viel länger als Filme, das ist das Schwierige. Ich habe ihn auch nur wegen Karen Gillian gesehen. Ich finde die auch total super. Seit Doctor Who bin ich ein Riesenfan von der. Ich habe ihn, glaube ich, auch vielleicht auch wegen The Rock geguckt, aber vor allem auch wegen der, weil die ist wirklich einfach echt super cool und wunderschön. Ich finde die auch wirklich total cool. So, dann versuche ich es jetzt mal um 7 Uhr morgens am nächsten Tag. Vielleicht steht er dann unten. Ach Mann, der ist nie da unten. Das ist ja furchtbar. Die ist auch, glaube ich, absolut mein mit Abstand Lieblings-Doctor Who-Companion. Also beide, sie und ihr Freund Mann. Wie heißt er gleich nochmal? Rory. Amy und Rory sind meine Lieblings-Companions, auf jeden Fall. Genau. Ja, ich glaube, der ist auch mein Lieblingsdoktor, so ziemlich, Matt Smith. Den fand ich auch immer echt super. Ich muss sagen, dass ich die Originalserie nicht kenne. Ich kann nur die neuen beurteilen. Ah, jetzt ist er da. Ja, Jack Black finde ich auch super, das stimmt. Ich glaube, wegen Jack Black hätte ich mir den Film aber wahrscheinlich nicht angeguckt, auch wenn ich den auch gerne mag. Hey there, boss, what you need? You Mittlerweile sollte ich ihrer Angebeteten ein gutes Stück geholfen haben. Finden Sie nicht, ich bin genug gefahren? Doch, Monsieur, das war reichlich. Damit bin ich schon zufrieden. Zufrieden? Wie können Sie zufrieden sein, wenn sie gar nichts von Ihnen weiß? Darum geht es mir ja nicht. Sie hat doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Ich dagegen bin ja schon... Es ist und bleibt eine einseitige Liebe. Trotzdem... Nee, ist schon gut so. Wenn ihr Experiment Erfolg hat, kann sie ihr nächstes Vorhaben in Angriff nehmen. Und wenn ich ihr dabei unbemerkt unter die Arme greifen kann, bin ich schon zufrieden. Aber je erfolgreicher sie wird, desto unerreichbarer wird sie auch für sie. Naja. Wenn ihr Business Erfolg hat, war ich es, der ihr unbemerkt geholfen hat. Das ist wichtig für mich. Diese Karte ist eigentlich exklusiv für Y1-Angehörige. Damit bekommst du ab jetzt einen Rabatt auf die Fahrkosten. Fahren Sie damit wieder ausgiebig mit Vivan, Monsieur. Dann wird sie vielleicht endlich... Nee, ist schon gut. Y1, der Fahrdienst des 21. Jahrhunderts. Immer... Wosen... brauchen. Wensen brauchen. Ob seine Zuneigung wirklich so aufrichtig ist, Zack? So selbstlos er sich auch präsentiert. Tief im Innersten hofft er jedoch noch auf irgendetwas. Faszinierend. Wirklich faszinierend. Was für ambivalente Lebewesen Menschen doch sind. Okay, eine Y1-Rabattkarte. Und haben wir jetzt... Ist das jetzt eine neue Quest oder ist die Questreihe abgeschlossen? Ich glaube, die Questreihe ist abgeschlossen. Ich rede nochmal mit ihm. Hey there, boss. What you need? Hallo. Ihre Haut, ihr Mund, ihre Haare. Alles an ihr ist einfach perfekt. Oh, vergessen Sie das.
Wussten Sie eigentlich schon, dass Raven mehr als nur ein Geheimtipp hat? Wenn Sie Zeit haben, sollten Sie unbedingt noch ein paar andere Orte ansehen, Monsieur. Manche erreicht man nur über unseren Schalter. Stimmt, mit ihm muss ich noch mal reden. You almost got this sucker solved, ain't you? Die neuen Doctor Who-Folgen habe ich noch nicht geguckt. Also neu ist relativ, ne? Die gibt's schon länger. Aber ich habe nur die erste Staffel mit dem irischen alten Doctor Who geguckt. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Und dann nix mehr. Also ich habe da noch viel nachzuholen. Das muss ich unbedingt machen. Hi, The Cluedo und Gruppe. Hallo zusammen. Darf ich wirklich länger? Ich habe da mal von der Zeit aufgehört und dann fange ich wieder an. Ja, Haare sind weg. Einfach abgefallen. Bam. Überall in den Briefumschlag reingepurzelt plötzlich. Du hast den Fall schon so gut wie gelöst, oder? Sowas spüre ich in den Fingernägeln. Der letzte Geheimtipp, Kleiner. Bist du bereit? Du meinst, weil es diesmal ganz besonders wird? Aber sowas von. Wyvern hat's nämlich drauf. Oder sowas. Also dann, lass uns direkt Gas geben, oder? Und ab die Post. Letzter Geheimtipp. Sehr gut. Geheimtipp Nummer 8 freigeschaltet. Jetzt haben wir nämlich, das würde mich jetzt nämlich interessieren. Wir haben jetzt nämlich die Quest von dem Hoteljungen David hier abgeschlossen. Und jetzt frage ich mich, ob vielleicht Koch und Rezeptionsheini neue Quests haben eventuell. Deswegen müssen wir jetzt nochmal schlafen. Die Mütze habe ich nur ausnahmsweise jetzt hier hinten auf die Ersatzbank gesetzt, weil ja heute im Stream der groß angekündigte Harry Wheel stattfand. Kein Bad Hair Day mehr. Ja, ich meine, wenn man sich immer einen Dutt macht, hat man auch selten Bad Hair Day. Da wäre alles einfach zusammengeknotet und fertig. Das war nie so das große Problem. Aber die Haare sind schon so super komfortabel und low effort und das erste Mal Haare waschen mit den kurzen Haaren war so toll. Im Vergleich zu Haare waschen mit den langen Haaren, das ist einfach kein Vergleich. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Moment mal, was ist denn hier los? Gar nicht im Kostüm oder wie? Ich würde gerne mal mit dir reden, irgendwas stimmt da nicht mit dem, oder? Hey there, boss, what you need? You name it, I got it. Es ist nicht mit anzusehen, wie ein Clarkson-Familienmitglied nach dem anderen so abrupt aus dem Leben scheidet. Ich glaube, das ist sein normaler Dialog, ja genau. Hä? Warum steht denn der jetzt hier ohne Kostüm rum? Das habe ich noch nie erlebt. Seit 15 Jahren die Haare länger als 80 cm. Boah, ich würde wahnsinnig werden. Ich habe immer wieder in meinem Leben längere Haare, aber auf Dauer halte ich es nicht durch. Auf Dauer werde ich wahnsinnig mit langen Haaren. Ich werde irre. Beim Schlafen werde ich irre, beim Duschen werde ich irre. Ich werde irre. Aber ich fand irgendwie die Staffelfinale bei Doctor Who noch nie so wirklich gut, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, dass die Autoren da immer ein bisschen zu sehr abdrehen oder so. Wie lang die mit dieser Silent is Coming oder wie es gleich nochmal hieß, rumgedruckst haben. Und dann kam irgendwie, ich habe das Gefühl, dreimal ein unabhängig neuer Release, also Reveal, was jetzt diese Silent ist und... Ich weiß nicht, das war auch irgendwie komisch. Also da, was Staffelfinale angeht, erwarte ich gar nicht mehr so viel bei Doctor Who. So gern ich die Serie mag, aber die übergreifende Story ist meistens ein bisschen doof, finde ich. So ein bisschen. Mir fallen die wahrscheinlich langsam aus und ich bin erst 30. Ne, das gibt's. Ich kenne Leute, die schon mit Anfang 20 irgendwie hinten kahl wurden und Geheimratsecken bekommen haben. Das, mein Gott, ist so.
Ich merk's auch bei mir. Ich habe ja quasi schon immer extrem dichte Haare gehabt. Aber ich merk auch, dass die Haare am Hinterkopf dünner sind. Ich meine, die sind immer noch super dicht, aber ich merk einen Unterschied zwischen hier und woanders. Vom Fühlen her einfach. Man sieht's nicht mal. Vielleicht bilde ich's mir auch nur ein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaub schon. Ich glaub fest daran. Ich glaub ganz fest daran. Also irgendwas stimmt nicht. Jetzt, wo ich die Quest gelöst habe, ist der nirgends mehr plötzlich. Der stand jetzt vorher ohne Kostüm im Unterhemd unten und jetzt ist er weg. Kommt er noch, wenn ich klingel? Wahrscheinlich, oder? Ja. That's what I'm talking. You can't so mixed. Komisch, oder? Jetzt warten wir noch bis Sonntag und suchen nochmal dann Xanders. Damit wir irgendwie, irgendwo den letzten geheimen Cocktail trinken können. Trinken. Und dann haben wir die Quest eigentlich auch geschafft. Next time. Welcher Tag ist denn jetzt heute hier im Spiel? Ah, es ist Sonntag! Oh Gott! Ich hätte beinahe den Sonntag verpennt. Dann suchen wir den letzten geheimen Cocktail. Ich glaube fast, da gucke ich lieber im Internet nach. Ich hab nicht wirklich Bock, die Quest jetzt nicht zu finden, weil zur richtigen Zeit irgendwo am richtigen Ort sein, keine Ahnung wo, das ist mir zu riskant. Und ich will nicht nochmal eine Woche warten, bis ich das machen kann. Ich fahre jetzt mal zu dem Barkeeper nach Hause. Echt? Wirklich? Mensch, schaut, so unterschiedlich ist das. Und ich wollte früher immer Geheimratsecken. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass das bei mir lang dauern wird oder vielleicht nie kommt. Aber früher habe ich mir immer gedacht, Geheimratsecken sind so cool, ich hätte gern welche gehabt, früher immer. Und du findest deine Kacke. Man ist einfach nie zufrieden mit dem, was man hat. So ist das einfach als Mensch, befürchte ich. Ups. So als Teenager und als junger Erwachsener, wahrscheinlich hauptsächlich durch Bruce Willis und Vegeta beeinflusst, wirklich, fand ich Geheimratsecken total cool. Und habe mich darauf gefreut, welche zu kriegen. Okay, Xavier ist nicht zu Hause. Der wohnt nämlich irgendwo hier. Hier, glaube ich. Das ist, glaube ich, sein Haus. Vielleicht ist der letzte Cocktail in seinem Müllcontainer. Nee, ich schaue jetzt wirklich nach. Warte mal kurz.
Ja, genau, stimmt. Und da, weil du es gerade schreibst. Und mein Opa natürlich, der auch prächtige Geheimratsecken hatte. War da bestimmt auch ein Faktor. Ich muss das kurz googeln. Deadly Premonition 2. Was suche ich denn? Cocktail Sunday. Ja, das müsste doch passen, oder? Sunday Drink, Deadly Premonition 2, Blessing in Disguise. Ich frage mich immer noch, was das Blessing ist im Titel eigentlich. Aha. Ich bin schon am richtigen Ort, nur zur falschen Zeit. Wir müssen hier einfach warten bis 10 oder sowas. Dann geht's. Da bin ich schon fast beleidigt, weil ich dich zum Headbang herausgefordert hatte. Ich habe noch dran gedacht, sogar wirklich. Ich habe noch dran gedacht, aber die mussten am Wochenende einfach weg, weil sie mich genervt haben. Das war eine relativ spontane Aktion. Da habe ich gesagt, nein, keinen Tag länger. Und dann habe ich den Zopf einfach weggeschnitten und einfach alles abrasiert. Das musste sein. So, was wollte ich jetzt machen? Warten. Warten wollte ich. Nehmen wir mal. Ich glaube, ich muss lang warten. Oh nein, ich habe nur extra leichte Zigaretten dabei. Warum habe ich denn keine starken Zigaretten eingepackt? Die machen immer nur eine Stunde, glaube ich, oder? Da können wir lang rauchen. Na, Mist, wirklich immer nur genau eine Stunde. Naja, schauen wir mal, wie viel wir dabei haben. Ich glaube nämlich, dass das erst ab. Ich habe irgendwas 20 oder 22 Uhr gelesen, glaube ich. Und Angst hatte ich auch. Hallo, Landgut Virtual Assistant. Ja, genau. Wir müssen auch mal wieder duschen. Das wollte ich eigentlich machen. Duschen, Anzug in die Reinigung bringen. Hätte ich machen sollen, aber zu spät. Jetzt stinken wir halt. Uhr. Na, ich habe noch ein paar Zigaretten. Vielleicht können wir doch zumindest einigermaßen lang noch. Wie viele Zigaretten haben wir denn noch? Eins, zwei, drei. Ah ja, passt. Ich glaube, da können wir uns ganz gut annähern an Cocktailzeit. Okay, noch kein Xanders zu Hause. Ich glaube, der heißt gar nicht Xanders. Ich glaube, der heißt Xavier eigentlich. Oder so ähnlich zumindest. Irgendwas mit X. So viele Namen mit X gibt's nicht. Glaube ich. Xena könnte er noch heißen. Oder Xenoblade Chronicles vielleicht. Aber mehr fällt mir nicht ein. Oder Professor X. Aber der geht nicht mit X los. Thank you.